Wie konnte TikTok diesen Mordfall lösen? TikTok löst den Mordfall. Boah, da gab es jetzt so ein TikTok von einem Typen, der gemeint hat, sein Großvater ist der Zodiac-Killer. Habt ihr das gesehen? Sarah Turney wird den 17. Mai 2001 vermutlich niemals vergessen. Sie ist damals 12 Jahre alt. Ihre große Schwester Alyssa 17. Für die beiden Mädchen ist es der letzte Tag welcome back to True Crime Tuesday, vor den großen Sommerferien. In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist es bereits brütend heiß und die Schüler der Paradise Valley High School können den Startschuss für einige Wochen unterrichtsfreie Zeit kaum erwarten. Boah, das war immer das Beste. Für die Ältere der beiden Schwestern ist es gleichzeitig der letzte Tag als Junior-Schülerin. Alyssa freut sich sehr auf den bevorstehenden Sommer und möchte diesen am Abend direkt bei einer Abschlussparty einläuten. Ihre kleine Schwester Sarah verbringt den Tag mit ihrer Klasse im Rahmen eines Ausfluges in einem Wasserpark. Also ohne Spaß. Ich würde so viel Geld dafür ausgeben, dass ich einmal Sommerferien als Kind wieder erleben darf. Bist du deppert. Falls ihr jetzt jung seid und nicht während Corona Sommerferien gehabt habt und sowas, bist du deppert, genieß es. Ohne Spaß. Sarah kann nicht ahnen, dass sich das Leben der Familie Turney nach diesem Tag für immer ändern wird. Denn als Sarah nach Hause kommt, ist Alyssa Turney nicht zu Hause und wird auch nie wieder zurückkehren. Mhm. Und durch TikTok wurde das aufgeklärt? Wahrscheinlich hat sie so ein virales TikTok gehabt, in dem sie so gepostet hat, wo sie oder wie sie aussieht und was sie so getragen hat und sowas. Und jemand hat sie erkannt. Dann wird sie aber wahrscheinlich freiwillig geflohen sein, wie oder? Ihr mittlerweile wisst, brauche ich zum Einschlafen immer etwas auf den Ohren. Und seitdem ich BookBeat kenne, sind es in der Regel oder eigentlich immer Hörbücher. Ey, schaut da auch gerne vorbei. Das ist dann so wie Audible, oder? Nur, dass ich Audible, ich sag nichts zu Audible. BookBeat, 2 Monate gratis. Ey, wenn ihr geht, dann geht zu BookBeat und geht nicht zu Audible. No front an Audible. So, und jetzt zum heutigen Video. Blam! Kapitel 1. Vor allem, ich glaube, so in den 2000ern, so ich war da nicht aktiv in den 2000ern. Ich war da noch 3 Jahre alt, im Jahr 2001. Aber das muss schon cool gewesen sein. Ne? Du gehst so raus und alle haben so diese fetten Skaterhosen und sowas. Und dann Sum 41. Die 17 Jahre alte Alyssa und die 12-jährige Sarah sind Halbschwestern. Sie leben mit Sarahs Vater Michael Turning gemeinsam in einem Haus in Phoenix. Die Mutter der beiden Mädchen verstarb an den Folgen einer Krebserkrankung, als Alyssa gerade einmal 8 Jahre alt war. Michael, der Freund ihrer Mutter und Vater von Sarah, adoptierte Alyssa daraufhin und kümmerte sich seither um die beiden Mädchen. Michael hat auch 3 ältere Söhne, die allerdings alle nicht mehr zu Hause leben. Trotz der Schicksalsschläge im jungen Alter kommen Alyssa und Sarah gut zurecht. Alyssa schreibt gute Noten, hat einen großen Freundeskreis und seit einigen Monaten einen festen Freund. Sie liebt Musik, vor allem Rap und Metal, und schwärmt für die Musik von Interpreten wie System of a Down, Tool oder Eminem. Ja. Sie weiß noch nicht, was sie einmal beruflich machen möchte, doch in jedem Fall will sie einmal Mutter werden. Die Teenagerin scheint fest im Leben zu stehen und hat große Träume. Umso größer ist der Schock für die Familie, als Alyssa Turney am 17. Mai 2001 von einem Tag auf den anderen spurlos verschwindet. Bis, dankeschön. Da der 17. Mai der letzte Schultag vor den Ferien ist, liegen ein paar eher entspannte Stunden vor den Schülern. Der Unterricht wird nur einen halben Tag lang stattfinden. Kennt ihr diese Lehrer, die dann so sagen, ja okay, es ist der vorletzte Schultag, aber wir müssen das trotzdem lernen und sowas. Das sind eh Menschen, die wollen ja nur das Beste von dir. Aber können wir nicht einfach hier in einem Film schauen? Um 7.30 Uhr setzt Michael Turney Alyssa an der Highschool. Danach bringt Michael Sarah zu ihrer Schule. Und von dort aus geht es für die Klasse der 12-Jährigen an diesem Tag zum Ausflug in den Wasserpark. Das ist sick. Ist es der Wasserpark? Das ist ein Wasserpark mit eigenen so Häusern, die du dort wahrscheinlich mieten kannst. Wir waren einmal, meine Familie und ich, in so einem, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in Italien, auf Urlaub. Ob das nicht sogar in Grado war? Ich bin mir nicht sicher. Oder in der Nähe von dort. Und das war so ein großes Gelände und das war voll geil, weil da hast du dein eigenes Haus gehabt und da habe ich die ganze Zeit so Frisbee geworfen und sowas und dann bist du da dorthin gegangen, konntest du da Tennis spielen und sowas, habe ich zum ersten Mal Tennis gespielt. Ich habe dann jahrelang Tennis gespielt und dann konntest du dorthin und da gab es so viele Pools und so, das war schon sehr cool. Gegen 11 Uhr wird Alyssa von ihrem Vater aus der Schule abgeholt. Auf dem Weg zum Parkplatz verabschiedet sie sich noch kurz von ihrem Freund.
Sie verabschiedet sich auch von ihrer Freundin Jessica und versichert ihr, dass sie sich später am Abend auf der Abschlussparty sehen werden. Okay, das ist dann auffällig. Danach gehen Michael und seine Adoptivtochter... Also nicht das, aber ich habe gedacht, okay, einen Tag vor den Sommerferien, da kannst du sagen, ja, okay, irgendeine Teenagerin, die besäuft sich dann oder sonst irgendwas, dann schießt sie wegen irgendwelchen Freunden. Zur Feier des Tages gemeinsam Mittagessen. Doch währenddessen gab es zwischen den beiden einen Streit. Die 17-jährige Alyssa fühlt sich zunehmend eingeengt von ihrem Adoptivvater und wünscht sich mehr Freiheiten. Als die beiden wieder zu Hause ankommen, ist die Stimmung noch immer angespannt. Um etwa 13 Uhr verlässt Michael das Haus, um Einkäufe zu erledigen und Sarah danach von ihrem Ausflug abzuholen. Als Sarah und Michael nach Hause kommen, ist Alyssa nicht mehr da. Ihr Zimmer, das Alyssa sonst stets sorgfältig aufgeräumt und ordentlich hält, sieht chaotisch aus. Sarah und Michael versuchen, Alyssa auf ihrem Handy zu erreichen. Doch als sie anrufen, vibriert das Telefon in Alyssas Zimmer. Es liegt auf einer Kommode, daneben ein handgeschriebener Zettel. Dad und Sarah, als du mich heute an der Schule abgesetzt hast, habe ich beschlossen, dass ich wirklich nach Kalifornien gehe. Sarah, du hast gesagt, du willst mich nicht in der Nähe haben. Schau, da hast du es. Ich bin weg. Okay, ich wollte euch zuerst sagen, es sieht chaotisch aus, dann wird das wahrscheinlich ein Einbrecher gewesen sein, der sie irgendwie gekidnappt hat oder so. Aber der würde ja nicht die Ruhe haben, dann da noch so einen Zettel zu schreiben und er müsste ja mit ihr auch kommunizieren, um zu wissen, womit sie mit ihrer Familie so gesprochen hat und alles. Na, er müsste dann sagen, yo, by the way, hast du gerade irgendeinen Beef mit irgendwem? Und sie müsste dann sagen, ja, stimmt, meine Schwester, die hat mir gesagt, sie will mich nicht mehr in der Nähe haben, bla bla bla, und dann schreibt er da diesen Zettel. Deshalb habe ich mein Geld gespart. Dad, ich habe $300 von dir genommen. Alyssa. Die beiden Schwestern haben eine Tante in Kalifornien. Erst kurz zuvor hatten sie darüber gesprochen, sie zu besuchen. Außerdem ist Kalifornien für viele Jugendliche in Arizona ein Sehnsuchtsort. Alyssa soll oft davon geträumt haben, dorthin zu reisen. Am liebsten in einem weißen Jeep, wie ihn auch die Protagonistin Cher in ihrem Lieblingsfilm Clueless fährt. Das wird mit 300 Euro. Zum Zeitpunkt schwierig. Ihres Verschwindens Dollar. Hatte Alyssa 1800 US-Dollar auf ihrem Konto. Das Geld. Okay, das war dann auch noch 2000. Ja, oh ja, das geht sich irgendwie aus, oder? Geld hat sie bei ihrem Aushilfsjob in einem Fastfood-Restaurant verdient. Ich weiß noch damals, da war ich so, wie alt war ich? 15, 16 oder sowas? Da bin ich mit meinem besten Freund also an einer Bahnstation gesessen, so mitten in der Nacht. Und wir haben so geredet und er hat so gemeint, so, ja, dass seine Schwester jetzt einen Job hat und da, keine Ahnung, wie viel sie da verdient, 1500 Euro oder was weiß ich was, na, das war so ein Einsteckerjob und hat er so gemeint, so, ja, er hat nachgeschaut, da gibt's Autos, die kosten schon so 1000 Euro oder sowas, das sind, weißt du, so irgendwelche Dreckskraxen und sowas, na, irgendwas, womit du halt kaum noch fahren kannst, aber irgendwer kauft sie halt ab, so, und da hast du gemeint, so, boah, da könntest du so jeden Monat ein neues Auto kaufen, so sick. Die Familie kontaktiert die in Kalifornien lebende Tante, doch Alyssa ist nicht bei ihr aufgetaucht. Michael Turney ist deshalb in heller Alarmbereitschaft. Er klingelt bei den Nachbarn und fragt, ob jemand Alyssa gesehen hat. Doch niemandem ist etwas aufgefallen. Auch ihre Freunde haben nichts von ihr gehört. Die Suche an Alyssas Lieblingsorten in Phoenix verläuft ebenfalls erfolglos. Michael entscheidet sich dazu, die 17-Jährige als vermisst zu melden. Doch die Polizei bleibt relativ gelassen. Sollte Alyssa sich wirklich, wie auf ihrer Notiz angekündigt, dazu entschieden haben, nach Kalifornien auszureisen, werde sie früher oder später zurückkehren. Aus diesem Grund leitet die Polizei zunächst keine Ermittlungsschritte ein. Erst ungefähr eine Woche nach Alyssas Verschwinden erhält Michael Turney endlich ein heiß ersehntes Lebenszeichen seiner Stieftochter. Er bekommt einen Anruf von einer unbekannten Nummer aus Kalifornien. Später findet man heraus, dass die Nummer zu einer Telefonzelle gehörte. Okay, das alleine ist schon mega auffällig. Die Verbindung ist sehr schlecht, doch er kann Alyssas Stimme erkennen. Sie sagt zu ihm, lass mich in Ruhe. Dann legt sie auf. Da die Polizei noch immer kaum etwas unternimmt, um Alyssa zu finden, nehmen die Turneys die Sache selbst in die Hand. Michael druckt und verteilt Flugblätter und arbeitet mit Organisationen zusammen, die sich um die Angehörigen vermisster Kinder kümmern. Immer wieder versucht er die Behörden dazu zu überreden, Ermittlungen aufzunehmen. Doch Alyssa bleibt verschwunden. Mehrmals fliegt Michael Turney nach Kalifornien, um dort auf eigene Faust nach seiner Adoptivtochter zu suchen. Also ich glaube, bis hierhin
dass sie wirklich von selber abgehauen ist. Dass sie dann einfach gesagt hat, ja komm, scheiß drauf, ich brauche jetzt mein Zimmer nicht mehr aufräumen, ich packe einfach meine Sachen zusammen, ich sneak ein bisschen Geld ab, $300, dann schreibe ich noch diesen Zettel und dann verschüsse ich mich. Doch diese Aufenthalte verlaufen jedes Mal ernüchternd. Alyssa Turney scheint wie vom Erdboden verschluckt. Zunächst wundern sich Alyssas Angehörige und Freunde nicht sonderlich darüber, dass die 17-jährige Phoenix verlassen hat. Denn in den letzten Monaten war die Stimmung im Hause Turney nicht immer gut. Alyssa, die auf dem Weg ist, erwachsen zu werden, empfand ihren Adoptivvater Michael als viel zu anstrengend und fühlte sich von ihm eingeengt. Es erscheint ihnen sogar irgendwie plausibel, dass Alyssa die Sommerferien für ein wenig Freiheit nutzen wollte. Doch die Ferien vergehen und die Schülerin bleibt verschwunden. Weder ihre kleine Schwester Sarah, noch ihr Vater Michael, ihr Freund oder ihre Freunde aus der Schule bekommen ein Lebenszeichen von ihr. Stimmt, ihr Freund auch. Gut, du streitest dich mit deiner Schwester in Wahrheit gut. Okay, du bist 17, da kannst du das noch nicht, oder da möchtest du das noch nicht so differenzieren, aber sie ist ja auch noch ein Kind. Na, du kannst ja nicht böse sein so auf ein Kind. Du kannst böse sein auf deinen Stiefvater, wenn er dir irgendwie am Arsch geht oder so. Aber mit dem Freund, das ist interesting. Ich meine, vielleicht hat sie dort wen anderen kennengelernt? Als Alyssa monatelang verschwunden ist, schwindet die Hoffnung, dass sie einfach nur den Kopf frei bekommen wollte, immer mehr. Weshalb sollte Alyssa freiwillig so lange verschwinden? Doch die Polizei bleibt bei ihrer These, dass Alyssa eine klassische Ausreißerin sei. Der Vermisstenfall Alyssa Turney wird langsam aber sicher zu einem Cold Case. Denn trotz der Bemühungen der Familie Turney schöpft die Polizei ihre Ermittlungsmöglichkeiten noch immer nicht aus. Ja, aber kann man das einfach machen, wenn man spekuliert, yo, sie möchte nicht gefunden werden, dass man einfach sagt, ja, okay, dann findet man es nicht? 30 Jahre später das Blatt wendet. Okay, 2001 war das. Das Geständnis. Auf TikTok oder was? 2006, 5 Jahre nach Alyssa Turneys Verschwinden, gibt es etwas, das den Fall der angeblichen Ausreißerin Alyssa auf den Kopf stellt. Dankeschön. Ein Mordgeständnis. Bereits 2001 wurde Thomas Heimer nur wenige Monate nach Alyssa Turneys Verschwinden verhaftet. Er wurde dabei beobachtet, wie er in einem Auto unterwegs war, welches zu einer kurz zuvor ermordeten Frau gehörte. Die Frau namens Sandra Goodman wurde in Fort Lauderdale in Florida erdrosselt und mit Stichverletzungen aufgefunden. Sie hatte Thomas Heimer wenige Wochen vor ihrer Ermordung kennengelernt. Das ist aber auch mega dämlich, dass schon in Zeiten von DNA-Spuren einfach in ihrem Auto verschwindest. Hat er es dann angezündet oder was? Weshalb er... Und plus, ich habe auch mal gehört, es bringt nicht immer was, das Auto anzuzünden. Oh ja, aber das Lenkrad, das müsste schmelzen, oder? Naja, oder? Das ist so Leder oder das zieht sich irgendwie zusammen. Na, da kannst du dann keine Fingerabdrücke mehr raus. Sandra ermordet hatte, hat er nie verraten. 2003 wurde er aber wegen des Mordes an der Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Okay. 2006 beginnt er, Briefe an Lokalermittler zu schreiben. Darin sagt er, ich werde sie berühmt machen. Ich bin ein Serienkiller. Thomas Heimer behauptet, insgesamt 21 junge Frauen ermordet zu haben. Okay, wenn er wegen einem Mord überführt wurde, wie viel ist lebenslang in Phoenix? In Austin, Phoenix? Wahrscheinlich so 25, 30 Jahre maybe? Oder 20 Jahre? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. 25, ne? Na, hätte ich jetzt auch geschätzt. 25 Jahre. Er ist da, wie alt ist er da? Ich würde sagen noch keine 40, so 35 oder so. Dann ist er 50, wenn er rauskommt. 60, wenn er rauskommt. Sorry. Ist okay. Da kannst du ja immer noch weitermorden, wenn du möchtest. Aber na, ihm ist da der Ruhm wichtiger. Das ist ja das Gute, ne? Dass so viele Mörder einfach scheiße dämlich sind. Die Polizei legt Heimer daraufhin Fotos mehrerer vermisst gemeldeter Mädchen und Frauen vor. Dabei zeigt er auf das Bild von Alyssa Turney. Er sagt, er habe sie im Mai 2001 in Phoenix getroffen und sie dort ermordet. In einer weiteren Vernehmung beschreibt er, er habe Alyssa in einem Hotel getroffen. Zuerst hätten die beiden Sex miteinander gehabt, dann habe er Alyssa erdrosselt. Ja, okay. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach nur erfunden ist. Genauso wie es bei das klang jetzt sehr gemein. Sandra Goodman getan hatte. Danach habe er ihren Körper in die Badewanne des Hotelzimmers gelegt und darin zerteilt.
Die Überreste Lissas habe er zu einer Mülldeponie gebracht. Er beschreibt all diese Vorgänge explizit und detailliert. Erstmals seit ihrem Verschwinden beschäftigen sich die Beamten nun ganz genau mit Alyssa Turner. Sie wollen überprüfen, ob Heimers Äußerungen zu Alyssa passen, um den Wahrheitsgehalt seines Geständnisses zu ermitteln. So hat Thomas Heimer behauptet, Alyssa sei heroinsüchtig gewesen. Das hören die Beamten zum ersten Mal, obwohl eine Heroinsucht etwas sei, das kaum vor dem nahen Umfeld zu verstecken wäre. Es kann ja auch sein, dass es... Na, er hat sie in Phoenix getroffen. Warte mal, sie war dann nicht mehr in Phoenix, ne? Sie ist dann abgehauen. Wie äußert sich eine Heroinsucht? Ja, hat man da nicht überall... da brauchst du ja... Ich meine, das ist jetzt saudämig, wenn ich da jetzt das Falsches sage, aber hast du da nicht überall dann so Einstichstellen oder so? Oder ist es was anderes? Ich kenne mich da nicht aus in den ganzen Geschichten. Ha, weiter erzählt Heimer von ungewöhnlichen sexuellen Merkmalen, die Alyssa gehabt haben soll. Nach Rücksprache mit ihrem damaligen Freund passen auch diese Angaben nicht zu der Vermissten. Ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man spritzt, ja, man kann es auch rauchen. Okay, kommt drauf an, wie du es nimmst. Ja, okay. Als die Ermittler Heimer ein weiteres Mal befragen, rudert er zurück. Er habe zwar ein zweites Mädchen ermordet, er sei sich aber nicht mehr sicher, ob es wirklich Alyssa gewesen sei. Deswegen gehen die Beamten davon aus, dass Thomas Heimer Alyssa Turneys Foto in Zeitungsberichten gesehen und ihren vermissten Fall dazu nutzen wollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Doch Alyssas Fall liegt nun wieder auf dem Schreibtisch der Behörden. Und erstmals haben die Polizisten ein klares Bild der vermissten Schülerin. Und dieses Bild passt absolut nicht zu der Theorie, sie sei Hals über Kopf weggelaufen, um ein neues Leben in einem anderen Bundesstaat zu beginnen. Stattdessen stoßen die Beamten während der Befragung von Freunden von Alyssa auf immer mehr Merkwürdigkeiten. 2008 wird der Fall Alyssa Turner noch einmal aufgerollt. Allerdings nicht länger als Vermisstenfall. Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass jemand der damals 17-jährigen Schülerin etwas angetan haben muss. Ein Grund für diese Annahme sind auch die von Freunden getätigten Aussagen. Könnte es sein, dass der Schlüssel zu Alyssas Verschwinden die ganze Zeit zum Greifen nah war? Oh, wehe, du sagst mir jetzt, der Dad war's. Wegen dem Streit oder was? Na, ich will nicht spekulieren. Nein, ich glaub das nicht. Weißt du was? Ich glaub das nicht. Ich glaub, das ist der Plot-Twist und dann kommt der eigentliche Plot-Twist durch TikTok. Die Hoffnung, Alyssa sei wirklich von zu Hause weggelaufen und würde irgendwann wieder auftauchen, schwindet von Jahr zu Jahr. Das Verhältnis zwischen ihrem Adoptivvater Michael Turney und den Beamten ist mittlerweile sehr angespannt. Es wird schon Sinn machen. Weil erstens, warum grinst du da so auf ihn? Na, Spaß beiseite. Weil, wenn er, ich meine, die Schwester kann es ja nicht sein. Okay, na, ist klar. Aber wenn einer der Polizei die Daten übermittelt, yo, das war gerade eben kurz vor den Sommerferien, bla bla bla, dann hat sie mich nochmal angerufen und hat gesagt, ich soll sie in Ruhe lassen und dann fährt er extra nochmal hin, um so auszusehen, als wäre er ein Vater, der sie liebt und sucht und bla bla bla. Und dann ist es schon relativ unauffällig, ne? Während er zunächst... Ist die Lösung wirklich so einfach? Wir werden es erfahren. ...sehr erzürnt über die mangelnde Handlungsbereitschaft der Polizei war, zeigte er sich an anderen Stellen sehr unkooperativ. Deswegen hatte die Polizei seit 2008 vornehmlich mit Sarah Turney Kontakt. Ja, okay. Alyssas kleine Schwester ist zu diesem Zeitpunkt 2 Jahre älter als die Schülerin zum Zeitpunkt ihres Verschwindens und damit eine erwachsene Frau. Ja. Auch zu Michaels anderen Kindern nehmen die Ermittler Kontakt auf. Zum ersten Mal finden im vermissten Fall Alyssa Turney ausführliche Befragungen statt. Er hat den Brief geschrieben. Erst wenige Wochen vor ihrem Verschwinden hatte Alyssa mit einem von Michaels Söhnen gesprochen. James. Wie auch seine beiden Brüder lebt James nicht mit Alyssa und Sarah zusammen, da er Ende der 90er Jahre bereits erwachsen war. Im Gespräch habe Alyssa zu ihm gesagt, sie habe Angst vor Michael und wolle das Haus der Familie verlassen. Alyssas Bruder sagt folgendes. Ich habe ihr gesagt, sie könnte zu mir kommen und bei mir wohnen. Als ich herausgefunden habe, dass sie vermisst wird, dachte ich zu 100%, sie sei abgehauen. Sie ist von ihm abgehauen. Genau das wollte sie. Mhm. Aber sie ist nie zu mir gekommen. Oder zum Haus ihrer Tante in Kalifornien. Sie hatte so viele Optionen und Orte, an die sie hätte gehen können. Aber sie hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich meine, es würde auch Sinn machen, wenn du nicht gefunden werden möchtest. Alyssas Familie beschleicht ein immer schlechteres Gefühl. Nicht nur hatte die 17-jährige ihr Nokia-Handy hinterlassen, das sie eigentlich immer bei sich getragen hat, sondern auch ihre Schminke sowie ihr Geld.
Sogar ihr Konto, auf dem immerhin 1800 US-Dollar lagen, rührt sie kein einziges Mal an. Und das, obwohl es in ihrem Abschiedsbrief sogar heißt, sie habe das Geld extra gespart, um nach Kalifornien zu reisen. Das habe ich mir auch gedacht. Naja, vielleicht hat sie dann die Karte verloren. Sie hat auch 300 Dollar Bargeld mit. Die Ermittler bekommen nun erstmals einen Eindruck davon, was im Haus der Turneys hinter verschlossenen Türen vor sich gegangen sein muss. Michaels Kinder erzählen von einem groß angelegten Videoüberwachungssystem, das er im Haus installiert haben soll. Auch die Telefonanlage habe er abgehört und alle Gespräche aufgezeichnet. Wisst ihr, was ich an so Überwachungen im eigenen Haus nicht mag? Hacker. Es gibt da ein Video, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spontan finde, aber House Surveillance Hacked. Das ist so org. Da, ich weiß nicht, ob das da ist. Ja, Bruder, da einfach im Kinderzimmer eine Kamera anbringen, das ist das Dümmste überhaupt. Ich weiß es nicht, bei welches das war. Aber es ist quasi so eine Kamera, ne? Sowas. Und Family says Ring Camera hacked, I still see you. Und dann redet er einfach mit dem. Hello. Imagine, Bruder, da rutscht das Herz in dein Arschloch rein. Greenstar, dankeschön. Du sitzt da und einer sagt aus deiner Kamera, hello. I see you. What? I see you. How you doing? How's your day? Bruder, ich würde mich anscheißen des Todes. Als die Beamten das erfahren, interessiert sie natürlich vor allem das Telefonat zwischen Alyssa und Michael, das eine Woche nach ihrem Verschwinden aus einer kalifornischen Telefonzelle heraus stattgefunden haben soll. Doch Michael sagt, an diesem Tag sei die Aufnahme deaktiviert gewesen. Jedoch versorgt er die Beamten mit Videomaterial aus dem Haus. Darauf ist Alyssa mit männlichem Besuch zu sehen. Michael schlägt vor, die Entschuldigung, eine Sekunde. Footage from hidden camera in vent. Der hat in dem Luftabzug eine Kamera versteckt, um seine Tochter auszuspionieren. Wisst ihr was? Ich wäre auch gedippt. Die Polizei solle die auf dem Video gedippt erfassten Männer, darunter Freunde, die Liste. Das gibt er der Polizei? Ja, wollen Sie die ganzen Videos sehen, die ich von meiner 17-jährigen Tochter heimlich aufgenommen habe? Auf der Arbeit kennengelernt hatte, sowie ihren festen Freund unter die Lupe nehmen. Ich schwöre bei Gott, vorhin dachte ich, der Typ da ist Eminem auf dem anderen. Die Beamten interessieren sich aber vielmehr dafür, warum Michael Turney seine Stieftochter Alyssa per Video überwacht hat. Danke für die Aufmerksamkeit. You interviewed parents of any new friends of hers. Do you feel that went far beyond what a normal parent would do? Oh, no. It depends who you talk to. If it would avoid anything happened to my daughter, yes, I don't think it was far beyond. At the time, I look back at it because she ran away as a result of that. Yeah, of course I feel bad about it. Laut Michael habe es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um seine jugendliche Tochter zu schützen. Ja, safe. Ich hätte an seiner Stelle hätte ich tatsächlich auch noch die Türen verbarrikadiert, sodass keiner rein kann. Ich hätte sie auch angekettet, meiner Meinung nach, weil draußen fahren ja auch Autos herum und sowas und nicht, dass sie überfahren wird oder sowas. Das hätte ich auch noch gemacht. Ja, okay, es ist ein bisschen extremer, aber es kommt ja auch darauf an, wen du fragst, ne? Die Überwachung des Telefonanschlusses habe er gebraucht, um Beschwerden und Klagen gegen lokale Unternehmen sowie gegen eine örtliche Gewerkschaft zu untermauern. Von dieser Gewerkschaft werden wir im späteren Verlauf des Videos noch einmal hören. Nach Alyssas Verschwinden übergibt der Sheriff sogar die volle Kontrolle über das Heimüberwachungssystem und nimmt einige der Kameras ab. Ja. Michael sagt, er habe die Kameras nur gehabt, um auf Alyssa aufpassen zu können. Safe. Die Aussagen von Freunden von Alyssa lassen diese Umstände aber ganz anders wirken. Kann man so 2001, ich meine, da wird das ja nicht auf seinem Smartphone, das er damals noch nicht gehabt hat, in der Arbeit irgendwie sehen können, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das alles so zu einem Computer in dem Haus connected. Aber dann könntest du original in der Sekunde, wo du auf den PC schaust, während es gerade live passiert, könntest du sehen, dass irgendwas passiert und dann könntest du rauflaufen. Das ist der einzige Moment, wo dir das irgendwas bringt.
war die Kamera gerade nicht sogar hauptsächlich aufs Bett gerichtet. Creepy, ich weiß nicht, ob aufs Bett oder aufs Sofa, aber ich glaube, ja, das war ja auch nur, um sie zu beschützen. Na, das, er wollte nur nachschauen, ob sie, weiß nicht, Protection hat oder so. Na, keine Ahnung, das ist so entgegen komisch. Des Bildes des besorgten Vaters, der alles tut, um seine Tochter nach Hause zu holen, das Michael von sich gern gezeichnet hat, porträtiert Alyssas Umfeld ihn ganz anders. Katie, eine Schulfreundin von Alyssa, sagt, wenn Alyssa mit ihren Freunden zusammen war, war sie ein ganz anderer Mensch, als wenn sie mit ihrer Familie zusammen war. Sie strahlte einfach, wenn sie mit Freunden unterwegs war. Und es scheint so, als ob diese Energie, die sie hatte, irgendwie ausgesogen wurde, wenn sie nach Hause ging. Mhm. Ihr damaliger Freund äußert während einer Befragung durch die Polizei sogar konkrete Anschuldigungen gegen Michael Turney. Alyssa habe ihm anvertraut, Michael habe versucht, sie sexuell zu missbrauchen, als sie ein Kind gewesen sei. Er hielt in einem unbewohnten Gebiet an, irgendwo in der Wüste. Er fing an, mit mir zu kämpfen. Es wurde aggressiv. Eine andere Freundin kann sich daran erinnern. Ja, weißt was, es wundert mich aktuell gerade nicht. So, was soll ich jetzt erzählen? Erinnern, wie Alyssa ihr einmal erzählte, ihr Vater habe sie mit einem Kleidungsstück gewürgt. Ein anderes Mal sei Alyssa mitten in der Nacht aufgewacht und habe sich an einen Stuhl gefesselt mit einem Stoffstück im Mund wiedergefunden. Michael habe sich auf sie gesetzt. Ein Neffe von Turney, ein Mann namens David, der in den späten 90er Jahren etwa 6 Monate lang mit Michael, Sarah und Alyssa zusammenlebte, Bro, ist das Cristiano Ronaldo? Behauptet, dass als er versuchte, eine selbstgemachte VHS-Kassette mit der Aufschrift Dr. Doolittle anzuschauen, auf seltsame Aufnahmen stieß. Das Band war mit Aufnahmen einer jungen Frau überspielt, die nur mit Shorts bekleidet auf dem Sofa der Turneys lag. Mhm. Ihr Gesicht sei mit einer Zeitung bedeckt gewesen. Er war sich sicher, dass es Alyssa war. In einem anderen Video sei eine andere Frau zu sehen gewesen, deren Gesicht ebenfalls mit einer Zeitung bedeckt war. War die bewusstlos oder haben die geschlafen oder wie kann ich mir das vorstellen? Auf den Aufnahmen habe Turney schweigend im Zimmer gesessen und die Frauen beobachtet. David packte sofort seine Sachen und zog aus. Bro. Sarah Turney erinnert sich, ihr Vater habe oft das Zimmer von Alyssa durchsucht. Die ältere Schwester habe gelegentlich Marihuana geraucht, was Michael sehr missfiel. Aus diesem Grund habe er ihre Habseligkeiten regelmäßig kontrolliert. Auch habe er seine... Also ohne Spaß, ich habe ja großes Glück. Ich habe wirklich großes Glück, dass ich keine Eltern gehabt habe, die halt irgendwie so waren. You know, so meine Eltern waren normal. Und wenn du in der Situation bist, natürlich ist es als Kind erstmal schwierig zu verstehen, dass es halt nicht normal ist. Oder dass es natürlich merkst du, dass dir das an den Arsch geht. Oder dass du halt, weißt du, so lass mich in Ruhe und das alles. Aber... das hat halt jeder Teenager. Ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, vielleicht so direkt wegzulaufen, aber wenn du dann so mit anderen Freundinnen schon geredet hast und sowas und die sagen, Alter, das ist nicht in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Also ich würde, natürlich, es ist halt schwer, wo willst du hin? Wo willst du hin? Aber ich würde auch versuchen, wegzulaufen. Durchsucht der Vater das private Zimmer der Tochter? Ich suche lieber Kommunikation zu meinem Kind und rede darüber, statt irgendwas zu durchsuchen oder zu beobachten. Ich finde es auch dumm, dass er das Zimmer durchsucht. Er kann doch einfach auf der Kamera nachschauen, was da passiert. Tochter nicht nur zu Hause gefilmt und beobachtet, auch während ihrer Schichten bei ihrem Aushilfsjob in einem lokalen Restaurant habe er auf dem Parkplatz gestanden und sie durch die Fenster beobachtet. What the fuck? Am 11. Dezember 2008 erhält Sarah einen Anruf der lokalen Polizei, die sie bittet, aufs Revier zu kommen. Dort eröffnen die Beamten ihr, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Turneys haben, weil sie vermuten, dass Michael Turney selbst seine Tochter ermordet habe. Die Durchsuchung des Hauses findet noch am selben Tag statt. Von Alyssa finden die Beamten während der Durchsuchung keine Spur. Stattdessen stoßen sie auf etwas, mit dem niemand gerechnet hätte. Servus, Magen und Zitrone. Oder auf... safe auf Videotapes. Der hat das safe gefilmt. Tagebuch. Okay. Im Haus der Turneys finden die Polizisten zahlreiche Videotapes. Einige sind bis in die 80er Jahre datiert. Es ist Videomaterial aus dem Haus, sowie Videoaufnahmen von Alyssa, draußen beim Spazierengehen, im Garten oder im Swimmingpool. Das aufwendig ausgebaute Überwachungssystem des Hauses erfasst die Eingangstür, die Garage und den Durchgangsbereich. Mhm. Doch im Archiv von Michael Turney fehlen die Videoaufnahmen eines bestimmten Tages. Trennt in Deutschland, Balkon. Die des 17. Mai 2001. Des Tages, an dem Alyssa verschwand.
Damn, wir haben ja eine Jeffrey Epstein. Die Polizisten finden während der Durchsuchung auch 19 Hochkalibergewehre, zwei selbstgebaute Schalldämpfer. Was ist ein Hochkalibergewehr? 19 ist crazy. Zwei selbstgebaute Schalldämpfer. Also, ich sehe es ja ein, yo, du bist in Amerika und sowas. Du hast das Second Amendment. 19? Einen mit Gasolintanks gefüllten Van sowie 26 selbstgebaute Rohrbomben, die mit Schießpulver und Nägeln gefüllt sind. Okay, ja. Dieses Konvolut ist die größte je. Ich meine, Hochkaliber, mir ist klar, es ist dann kein 22 Long Rifle oder sowas. Das wird dann irgendwie so 9mm, 223 sein oder sowas. Wahrscheinlich zählt das schon als Hochkaliber. Jemals sichergestellte Menge an explosiven Materialien in der Geschichte des Bundesstaates Arizona. Sichergestellt im Haus von Michael Turney, der mehr und mehr in den Verdacht gerät, etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter Alyssa Turney zu tun zu haben. Na, ich glaube, die Rohrbomben, die waren nur zur Sicherheit von der Tochter. Die Häuser der Nachbarn werden umgehend evakuiert. Sogar das Bombenkommando muss anrücken, um die Sprengsätze sicherzustellen. Es wird auch. Weißt du, wenn ich in Urlaub fliege, ich denke mir immer, ja, habe ich den Gasherd abgestellt und sowas. Der muss sich denken, okay, wenn der Gasherd läuft, dann fliegt fucking Phoenix in die Luft. Weißt du, was ich meine? Ein 98 Seiten langes Manifest sichergestellt, das von Michael Turney selbst verfasst wurde. Okay. Es ist mit Tagebuch eines verrückten Märtyrers betitelt. In diesem Manifest beschuldigt Michael Turney, der in den 80er Jahren als Elektriker tätig gewesen ist, die Gewerkschaft International Brotherhood of Electrical Workers, Alyssa Turney entführt und ermordet zu haben. Das ist witzig, das schaut entweder aus wie so ein Fußballclub oder wie irgendeine radikale Vereinigung von Elektrikern. Auch heißt es in dem Dokument, Michael Turney wollte als Racheakt das Gewerkschaftshaus in die Luft sprengen und sich danach selbst umbringen. Oh. Später erinnert sich Sarah Turney, dass ihr Vater sich kurz nach dem Ende seiner Berufslaufbahn als Elektriker sehr stark verändert hat. Nach einem Arbeitsunfall konnte er dem Job nicht mehr nachgehen, was ihn so stark belastete, dass er sich in psychiatrische Behandlung begeben musste. Elektrisch-extremistisch. Daneben findet die Polizei merkwürdige Verträge zwischen Vater und Tochter, die offenbar von Michael verfasst und von Alyssa unterschrieben wurden. In den Verträgen geht es vorrangig darum, wie Alyssa sich zu verhalten und welche Aufgaben sie als Tochter zu erfüllen hat. Da ist irgendwas mit LSD. I cannot use LSD. Kein Kokain. Keinen Oralverkehr. Und da ist einfach die Unterschrift AT. Okay. Laut Sarah habe es in einem weiteren Vertrag geheißen, dass Alyssa bestätigen würde, Michael habe sie niemals missbraucht oder belästigt. Vor allem, was stellt sich der Typ halt vor? Yo, er erwischt zufälligerweise auf seinen versteckten Kameras durch den Lüftungsschacht in das Zimmer von seiner minderjährigen Stieftochter, wie sie Oralverkehr hat, geht damit zum Gericht und sagt, Moment, ich habe ja einen Vertrag unterschrieben von meiner minderjährigen Tochter, die nicht mündig ist, diesen Vertrag zu unterschreiben und habe sie bei dem Oralverkehr hier gefilmt. Dementsprechend habe ich hier illegal aufgezeichnete Kinderpornografie. Ich möchte gegen meine Tochter vorgehen. Ich glaube, das hätte funktioniert. Ich glaube schon. Der Vertrag wurde von der Schülerin ein Jahr vor ihrem Verschwinden unterzeichnet. Police say you were going to bomb the local union. Ich meine, ich möchte nichts sagen, ja, aber er, na. Hall. Sure they did that, because they don't understand that you can't take that building down with a bomb, you can't burn it down. It's an inflammable building. You weren't going to do that? What? You weren't going to do that? Not in the least bit. Why? I'm going to murder a bunch of innocent people? That sounds insane. Mr. Turney, you say the government's out to get you, the union's out to get you, the Phoenix Police Department's out to get you. It sounds like you think the world is out to get you, and it sounds a little delusional. Well, that's what they investigated. I just went and talked to the government's forensic psychologist. She said I had a paranoid personality, but she didn't say delusional. Sollte Mike. Bro, du hast fucking 20 Bomben in deinem Haus gehabt. Ich würde das nicht als bisschen paranoid einstufen. Michael Turney wirklich einen Anschlag auf das Gewerkschaftshaus geplant haben, so hat die Polizei diesen gerade rechtzeitig vereiteln können. Okay. Denn nur wenige Tage nach der Hausdurchsuchung hätte dort die nächste Gewerkschaftsversammlung stattgefunden. Michael Turney wird nach der Entdeckung der Sprengsätze umgehend festgenommen. Als er in Polizeigewahrsam kommt, trägt er zwei Schusswaffen, 7 geladene Magazine, ein Messer und ein Aufnahmegerät bei sich. Das klingt doch mal Michael. Er behauptet, die Polizei habe die Bomben in seinem Haus platziert. Wie? Das Ding ist ja, wenn man bewaffnet ist,
okay, aber 2 Schusswaffen und 7 Magazine? Ich gehe davon aus, er wird 2 Pistolen gehabt haben. Eine zack, wieder richtiger Cowboy, ne? Und dann wurde die so spinnen und dann Akimbo-Action. 2 Magazine sind drinnen gesteckt. Dada-Schmidt-Verlängerung, you know what I mean? So, und dann noch 5 weitere. Und dann noch ein Messer für den absoluten Notfall. So. Um ihn negativ darzustellen. Tatsächlich habe er aber, wie manifest niedergeschrieben, geplant, sich das Leben zu nehmen, um neue Aufmerksamkeit auf den vermissten Fall Alyssa Turney zu lenken. Er soll eine 10-jährige Haftstrafe antreten. Von einer möglichen Beteiligung an einem Verbrechen gegen Alyssa Turney ist neben Urteil keine Rede. Als er auf sein Manifest angesprochen wird, erklärt er, er sei früher selbst Mitglied bei der Gewerkschaft der Elektriker gewesen. Da er sich fortlaufend über Arbeitsbedingungen beschwert habe, habe die Gewerkschaft einen Hass auf ihn entwickelt und deshalb seine Tochter entführt und ermordet. Ja, es macht Sinn. Abgesehen von Michael Turneys Anschuldigung finden die Ermittler jedoch keinerlei Anhaltspunkte für diese These. You're not capable of killing your stepdaughter. I didn't kill my stepdaughter. I'm not capable of killing my stepdaughter. Für Sarah Turney, die zum Zeitpunkt des Verschwindens ihrer älteren Schwester gerade einmal 12 Jahre alt gewesen war, sind die neuen Vorwürfe gegen ihren Vater ein schwerer Schock. Denn sie hat ihren Vater stets als liebevolle, vertrauenswürdige Person wahrgenommen. Ja, und jetzt, du musst dir ja auch denken, was hat er dann für Tapes von dir? Die keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Und dennoch, nennt es Dummheit oder nennt es Loyalität zu meinem Vater, aber ich hatte keinen Verdacht, selbst nachdem die Polizei mir sagte, dass er es war. Ich hörte die Anschuldigung, sah die Beweise und die Verhöre und brauchte trotzdem einige Zeit, um zu verstehen, was wirklich passiert war. Ja, ist klar. Er hat mich nie geschlagen. Er hat mich nie missbraucht. Er hat mir buchstäblich alles gegeben, was ich wollte. Als sie mir sagten, dass sie eine Hausdurchsuchung machen würden, war mein erster Gedanke, ich muss nach Hause und ihm helfen. Ich kann sie nicht verübeln, aber holy shit. Ja, ja. Die Erkenntnis. Wegen des unerlaubten Besitzes der zahlreichen Sprengkörper beginnt ein Prozess gegen Michael Turney, in dem er sich 2010 schuldig bekennt und dementsprechend verurteilt wird. Während Michael seine Haftstrafe verbüßt, ändern sich Sarahs Eindrücke von ihrem Vater. Erst jetzt erfährt sie zum Beispiel, dass Michael damals ausgesagt hatte, er habe sie von der Schule abgeholt und habe mit Sarah gemeinsam Alyssas leeres Zimmer vorgefunden. Das stimmt aber nur teilweise. Denn Michael holte Sarah an diesem Tag nicht von der Schule ab. Nach einiger Zeit vergeblichen Wartens ging sie nach dem Schulausflug mit zu einer Freundin, von der Michael sie erst gegen 17 Uhr abholte. Theoretisch hätte Michael also von 11 Uhr am Vormittag bis zum frühen Abend des 17. Mai 2001 Zeit gehabt, um Alyssa etwas anzutun oder sie verschwinden zu lassen. Mhm. Sarah Turney studiert die mehr als 3000 Seiten umfassenden Polizeiakten, sieht die Beweise durch und beginnt selbst in ihrer eigenen Kindheit nachzuforschen. Je mehr sie sich mit dem vermissten Fall ihrer Schwester aus einer sachlichen, nun erwachsenen Perspektive beschäftigt, desto mehr werden ihr die Augen geöffnet. Es ist wohl häufig so, dass Väter, die missbrauchen, sozusagen ein Lieblingskind haben, das sie immer benutzen, die anderen kennen ihn so gar nicht. War bei Klaus Kinski auch so. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es auffällig ist, aber dass es Sinn macht, dass er dann so ein Kind hat, das so für ihn als beschützenswert gilt und dann die andere ist so voll so, keine Ahnung, die mag er überhaupt nicht sowas. Die eine war ja die Stieftochter. Das ist aber nicht die Sarah, oder? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die Sarah ist seine Tochter, also seine von ihm die Tochter und die Ashley. Bitte sag mir, ich habe das jetzt nicht. Alyssa, oh mein Gott, Entschuldigung. Und die Alyssa, ich bin schlecht im Namen merken. Alyssa ist seine Stieftochter. Vielleicht hat er deswegen dann so irgendwie das Gefühl gehabt, ja, okay, das ist ja gar nicht meine echte Tochter und warum gehe ich da so viel Geld aus für sie und warum muss ich für sie pflegen oder was weiß ich was. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Mom aussieht, weil jemand gefragt hat. Vielleicht hat er das am Anfang erwähnt. Ich hab das jetzt blöderweise nicht mehr im Kopf, aber wahrscheinlich war das dann einfach keine Option, sie zu ihr zu geben. Michael scheint jedem Angehörigen eine andere Version des Tages geschildert zu haben. Also dem Tag, an dem Alyssa verschwand. Teilweise erzählt er sogar denselben Personen verschiedene Versionen. Mal erzählt er die Version, die er auch Sarah und der Polizei erzählt hat.
Alyssa und er hätten sich beim Mittagessen gestritten. Er sei einkaufen gefahren und habe ihr Zimmer gemeinsam mit Sarah Lair vorgefunden. Das ist aber auch so blöd, dass er das sagt, weil ich glaube auch, als Kind wirst du dir das ja auch merken, diesen Tag, an dem deine Schwester verschwunden ist. Darin berichtet er, Alyssa sei an diesem Tag noch zur Arbeit gegangen und habe sich dort mit einem zwielichtigen Mann getroffen, mit dem sie durchgebrannt sei. Ja, das hat er mitverfolgt, weil er am Parkplatz gewartet hat wie ein Creep. Dann ändert er seine Geschichte erneut und sagt, Alyssa sei am Nachmittag ins Kino gegangen und danach nicht mehr zurückgekommen. Insgesamt erzählt er, laut Sarahs Nachforschung, 30 Personen, 13 verschiedene Versionen von Alyssas Verschwinden. Bist du deppert, oder? Okay. Schon die Vermisstenmeldung, die Michael Cerny im Mai 2001 aufgegeben hat, erscheint Sarah merkwürdig. Während Michael ihr gegenüber sehr besorgt war und sofort begonnen hatte, bei Nachbarn und Freunden nach der 17-Jährigen zu fragen, hat er sich der Polizei gegenüber ganz anders verhalten. Er hatte Kameras am Parkplatz. Der hat sich das Kino gekauft tatsächlich und dort Kameras platziert. Akte steht, Michael sei sicher, dass Alyssa nach Kalifornien abgehauen sei und dass sie ein Drogenproblem habe. Michael gibt bei der Polizei nie eine Vermisstenanzeige auf. Denn in Arizona gibt es einen Unterschied zwischen einer Vermisstenmeldung und der Meldung einer Jugendlichen als Ausreißerin. Und laut den Regelungen sind bei letzterem Fall nicht die Behörden dafür zuständig, das Kind zu finden, sondern die Eltern. Die Behörden wären schon damals aktiv geworden, hätte Michael für seine Tochter eine richtige Vermisstenanzeige aufgegeben. Doch das hat er nie getan. Dieser Unterschied muss Michael eigentlich auch klar gewesen sein. Denn Ende der 70er Jahre hat er selbst eine Zeit lang in der Strafverfolgung gearbeitet. Mhm. Trotz der Fragwürdigkeit dieses Regelwerks wird dadurch auch klar, warum die Polizei damals nichts unternommen hat, um die 17-Jährige zu finden. Es war im rechtlichen Sinne nicht ihre Aufgabe. Erst durch die Befragung von Freunden und Angehörigen im Rahmen des falschen Geständnisses von Thomas Heimer können die Ermittler sich überhaupt mit dem Fall beschäftigen und weitere Ungereimtheiten in Michael Turneys Angaben finden. Damn, also er hat eigentlich den Fall gelöst. Er, der eigentlich nur Aufmerksamkeit wollte, hat eigentlich den Fall gelöst. Am Tag von Alyssas Verschwinden telefoniert Alyssas Vater mehrmals mit unbekannten Nummern. Da seine Telefonverbindungen so spät ausgewertet wurden, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, wem diese Nummern gehören. Ein Anruf um 8.35 Uhr am Morgen dauert eine Minute. Um 9.56 Uhr ist ein eingehender Anruf auf Michaels Handy registriert. Aber was könnten das für Anrufe sein? Hat er da irgendwelche Connections zur Mafia oder so und die können dann die Leiche verschwinden lassen? Ebenfalls von einer unbekannten Nummer. Dieses Gespräch dauert 9 Minuten. Direkt nach diesem Anruf hat Michael Alyssa auf ihrem Handy angerufen. Worum es in dem knapp eine Minute langen Gespräch geht, ist nicht bekannt. Ein weiteres einminütiges Telefonat zwischen Michael und Alyssa folgt eine Minute später. Kurz darauf holt Michael Alyssa von der Schule ab. Obwohl an diesem Tag nur Halbtagsunterricht war, holte er sie etwas früher ab als geplant. Das fällt Sarah Turney nun zum ersten Mal auf. Als sie ihren Vater nach den Gründen fragt, behauptet dieser, Alyssa habe sich von ihrem Freund getrennt und habe mit ihm darüber reden wollen. Doch laut den Aussagen von ihrem Freund und einer Freundin soll Alyssa sich extra noch einmal von ihm verabschiedet haben. Das ist so crazy, dass er so viele Stories erzählt und dass es damals niemandem aufgefallen ist. Michaels Aussagen passen also absolut nicht zu denen der anderen Zeugen. Zwei weitere Anrufe von Michael an unbekannte Nummern folgen zwischen 15.31 Uhr und 15.57 Uhr, die jeweils eine Minute dauern. Im Laufe des Abends folgen noch weitere Telefonate mit unbekannten Nummern. Ich meine, es würde Sinn machen, warte mal, er hat da ein paar Anrufe getätigt, ein paar Mal wurde er angerufen, dass er das vorher schon abgemacht hat mit irgendjemandem. Er hat gesagt, yo, zwischen der Zeit und der Zeit bin ich alleine zu Hause und da kannst du dann die Leiche holen und du, keine Ahnung, entsorgst sie dann einfach. Na, also so hart gesprochen, aber na, und dafür payt er dann ein paar tausend Dollar. Na, hat er irgendjemanden gefunden, der das halt macht, auf www.hitman.com. Und dann hat er ihn zuerst angerufen, yo, du kannst jetzt losfahren. Dann haben sie auf dem Weg, oder dann haben sie dort nochmal 9 Minuten telefoniert, kurz bevor er da war, oder dies und das und jenes. Und dann hat er noch einmal telefoniert, als er die Leiche weggeschafft hat. Ich weiß es nicht. Für all diese Telefongespräche hat er keine Erklärung. Auf Sarahs Nachfrage kann er sich nicht einmal mehr daran erinnern, in welchem Restaurant die beiden angeblich gemeinsam essen waren.
Mit Sarahs aufkeimenden Fragen wird das Verhältnis der beiden immer schlechter. Insbesondere auch deshalb, weil Michael sich vollständig weigert, bei der Polizei Fragen zu seiner vermissten Tochter zu beantworten. Nicht nur die Tonalität in Medienberichten dreht sich und stellt Michael Turney nicht länger als trauernden Vater dar, auch Sarah selbst ist sich immer sicherer. Ihr eigener Vater muss für das Verschwinden ihrer großen Schwester verantwortlich sein. Das war doch mit seiner Tochter, die Anrufe? Ich glaube, Sie können sich daran erinnern, oder? Die Öffentlichkeit, die Familie Turney und die Polizei sind nun allesamt davon überzeugt, dass Michael Alyssa Turney an jenem Maitag 2001 ermordet haben muss. Okay, aber jetzt kommt noch ein Plot-Twist. Ich schwöre Gott, es kommt noch ein Plot-Twist. Oder? Ich meine, ich glaub's auch dabei. Es wird für mich Sinn machen. Der ist jedes Mal strapped up, der verfolgt ja jeden Schritt, den sie macht. Und sie haben sich gestritten. Und sie wollt abhauen. Lilly Sim, dankeschön. Das absurde Tagebuch eines verrückten Märtyrers, die exzessive Waffensammlung, die kruden Anschuldigungen gegen die Elektrikergewerkschaft, das Fehlen der Ton- und Videoaufnahmen rund um den 17. Mai 2001 sowie die Anschuldigung gegen Michael wirken erdrückend. Doch was nach wie vor fehlt, ist ein Leichnam von Alyssa. Oder wenigstens ein handfester Beweis. Okay, und den hat man gefunden, weil es wurde ein TikTok gepostet. Gerechtigkeit für Alyssa. Okay. Ein übler Plot-Twist. Sarah Turney schließt nicht auf. 2017 wird Michael 3 Jahre früher als geplant aus der Haft entlassen. Okay, er war nur in Haft jetzt wegen den Bombengeschichten, ne? Im selben Jahr treffen Sarah und ihr Vater sich wieder. Sie verabreden sich in einer Starbucks-Filiale. Doch laut Sarah wird Michael schnell aggressiv, als er bemerkt, welche Absichten seine Tochter hat. Nachdem ich ihn zu Antworten über Alyssa gedrängt hatte, sagte er mir schließlich, dass er mir alle ehrlichen Antworten auf seinem Sterbebett geben würde. Er sagte, sei an meinem Sterbebett, Sarah, und ich werde dir alle ehrlichen Antworten geben, die du hören willst. Das sagt eigentlich schon alles aus. Yo, ich weiß mehr, als ich zugebe, aber ich möchte das nicht sagen, bevor ich nicht fix tot bin. Er sagte auch, dass er alles gestehen würde, wenn der Staat zustimmen würde, ihm innerhalb von 10 Tagen eine tödliche Injektion zu geben. Kann er es nicht einfach selber machen? Er ist eh schon in Freiheit. Also tödliche Injektion, ich weiß nicht, wie es euch geht und so. Das ist alles gut und schön, aber ich habe das Gefühl, es wäre natürlich, es wäre nicht so schön wegen dem Leichnam und bla bla bla, aber wenn du jetzt zugibst, du hast deine eigene Tochter, die du die ganze Zeit gestalkt hast, umgebracht und niemandem wolltest du da Bescheid sagen, ich glaube, dann wirst du sowieso nicht die schönste aller Beerdigungen haben. Ich glaube, wenn ich jemand wie er wäre und ich hätte mehrere Bomben und mehrere hochkalibrige Schussgewehre, dann würde ich mir einfach eine Schrotflinte, ich würde einfach schießen gehen auf eine Farm in Minecraft. Sarah Turney macht sich mit diesen Informationen sofort auf den Weg zur Polizei. Doch dort, es wäre geil, wenn sie das aufgenommen hätte, das habe ich mir jetzt gedacht, wird sie abgewiesen. In Roblox. Zwar impliziert diese Aussage von Michael, dass er sich für Alyssas Verschwinden verantwortlich fühlt, doch juristisch gelten seine Worte nicht als Schuldeingeständnis. Abermals fühlt Alyssas Schwester sich von der amerikanischen Polizei im Stich gelassen. Doch Sarah Turney lässt sich nach wie vor nicht unterkriegen. Sie tritt in Talkshows und Podcasts auf und startet eine Petition für die Festnahme ihres eigenen Vaters. Shoutout! Im Mai 2020 beschließt sie, Alyssas Geschichte auf der Plattform TikTok zu erzählen. Ihr Ziel? Michael Turney soll endlich wegen des Mordes an Alyssa Turney angeklagt werden. Ist sie das? Ist es ein Meme? Ist es der von Stranger Things? Binnen kürzester Zeit erreicht sie in den sozialen Medien Millionen von Menschen. Nicht zuletzt, weil sie auch ungeschönte, bis dato nicht gesehene Seiten des Familienlebens der Turneys teilt. Und diese lassen Michael in keinem guten Licht stehen. Das Video, was ihr jetzt sehen werdet, lädt sie damals auf der Plattform hoch. Okay. The red button. Ich habe das Video 1997 aufgenommen. Der Mann ist mein Vater und das Mädchen bei den Bäumen ist meine Schwester Alyssa Turney. Why? Hit the red button now. I don't want to. I don't record. Hit the red button. Sarah! I'm recording. Sarah! Dad's a pervert. Yes, sir, give me the camera now.
Unser Vater hat war die einzige Person, die interessant war für über 10 Jahre für die Polizei. Es ist immer noch nicht zur Gerechtigkeit gekommen. And you're still recording. And Lisa is stupid moron. Sarah geht jeden noch so unkonventionellen Weg. Sie versucht, sich dem Thema auf eine humorvolle Art zu nähern. Teilt neben den erschreckenden Aufnahmen aus Michael Turneys Archiven auch Memes und kurze Clips, in denen sie ihren Vater auf die Schippe nimmt. Das ist cool, weil so hältst du Menschen ja auch dran an dem ganzen Case. Jedoch nie ohne ihren Fokus auf ihr größtes Anliegen zu lenken. Alyssa soll endlich Gerechtigkeit erfahren, indem ihr Mörder festgenommen wird. Ich bin da voll dafür. Und im August 2020 ist es soweit. Die Polizei hat, nicht zuletzt dank Sarahs unermüdlichem Einsatz, genügend Indizien gesammelt, um Michael Turney festzunehmen. Er wird wegen Mord zweiten Grades an Alyssa Turney angeklagt. Alle Bemühungen, die Michael Turney über Jahre hinweg medienwirksam inszeniert hatte, waren nichts als eine Lüge. Den Anruf von Alyssa aus einer kalifornischen Telefonzelle hatte es nie gegeben. Wie der an Michael und Sarah adressierte Abschiedsbrief entstand, ist bisher nicht bekannt. Das ist der? Dad plus Sarah. When you dropped me off at school today, I decided. Ja, aber es sieht halt schon aus wie so eine jugendlichen Handschrift. Keine Ahnung. Allerdings. Ich meine, wahrscheinlich ist er dann von ihm geschrieben. Gilt es als möglich, dass Michael Alyssa gezwungen haben könnte, ihn zu verfassen? Das kann auch sein, ja. Wir wissen auch noch nicht, welcher Beweis letztendlich zur Festnahme Michaels führte. Doch die Beamten loben während einer Pressekonferenz explizit Sarah Turneys unermüdliches Engagement für Alyssa und die lückenlose Aufklärung ihres Schicksals. Ja. Auch andere Details, wie die zahlreichen Anrufe an die unbekannte Nummer am 17. Mai 2001 oder was genau Michael Alyssa angetan hat, liegen noch im Verborgenen. Genauere Informationen werden hoffentlich bald folgen. Im Frühling 2023 soll nach beinahe 3 Jahre langen Wartens und 22 Jahre nach Alyssas Verschwinden und dem mutmaßlichen Mord der Prozess gegen Michael Turney beginnen. Okay, schau mal, ob es da schon was gibt. Ursprünglich war der Prozessbeginn schon für einen früheren Zeitpunkt terminiert. Jedoch wurde das Datum immer wieder verschoben. Weshalb, ist nicht bekannt. Jedoch soll der Gesundheitszustand des inzwischen 72 Jahre alten Angeklagten nicht gut sein. Oh, ganz gut. Okay, ich habe hier gerade gesehen, Alyssas Mörder ist wieder frei. Update. Schauen wir noch ganz kurz dann eine Minute und dann... Es bleibt zu hoffen, dass der Prozess bald über die Bühne gehen kann und dass Sarah und Alyssas weitere Angehörige und Freunde endlich ein Urteil gegen den Mörder ihrer Schwester und Freundin hören werden. Okay, dann war es das jetzt erstmal eh mit dem. Warte mal, wir gehen hier in das Update rein. Das war vor einem Monat. So, was geht ab? Ich bin's, Insolito. Hey Leute, vor ein paar Wochen habe ich euch auf dem Hauptkanal ein Video zum sogenannten Doomsday-Kult hochgeladen. Fix, ich verlinke euch das Video noch einmal in der Beschreibung, falls ihr nochmal tiefer in den Fall eintauchen wollt. Okay, aber um den geht's jetzt nicht. Warte mal. Es geht jetzt darum, Tylee und JJ zu schützen. Alyssa Turney. Auch im Falle Alyssa Turney gibt es Neuigkeiten. Diesen Fall kennt ihr vielleicht ebenfalls schon vom Hauptkanal. Genau, ja, wie bei Lori Vello verlinke ich euch das Originalvideo in der Infobox. Was schön, das kriegen wir gesehen. Alyssa Turney ist 17 Jahre alt, als sie 2001 spurlos verschwindet. In den Jahren nach Alyssas Tod hat vor allem ihre Schwester Sarah unermüdlich recherchiert. Sie ist nicht zuletzt dafür verantwortlich, dass Michael Turney schließlich vor Gericht gestellt wurde, weil sie nachweisen konnte, dass er ihre Halbschwester Alyssa über Jahre hinweg systematisch überwacht, eingeschüchtert und emotional missbraucht hat. Okay, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, ob er deswegen auch verhaftet wurde oder nicht. Auch zahlreiche Freundinnen und Freunde von Alyssa berichten gegenüber der Polizei von verstörenden Situationen zwischen Alyssa und ihrem Stiefvater Michael. Ein Jahr vor Alyssas Verschwinden hat Michael sogar selbst den Child Protection Service angerufen und vermerkt, es sei gut möglich, dass Alyssa bald Anschuldigungen gegen ihn erheben würde. Diese seien dann aber alle frei erfunden. Obwohl nie... Warte mal, wir gehen davon aus, dass er der Mörder ist. Man weiß es aber noch nicht. Wenn das der Fall wäre, warum sollte er dann beim Child Protection Service anrufen und sagen, yo, by the way, falls meine Tochter, das ist der richtige Unge-Move, falls meine Tochter anruft und sagt, ich habe was Blödes gemacht, dann stimmt's nicht. Weil, wie wir alle wissen, der zuerst anruft, der hat recht. Wenn ein Leichnam gefunden wurde, wird Michael Turney wegen des Mordes an seiner Stieftochter Alyssa angeklagt. Aber das Gericht spricht ihn 2023 frei. Vor Gericht stellt die Anklage folgende These auf.
Michael habe Alyssa jahrelang missbraucht. Diese Annahme basiert auf den Aussagen zahlreicher Personen aus Alyssas Umfeld. Michael habe damals geglaubt, dass Alyssa den Missbrauch bald aufdecken würde. Also habe Michael sich dazu entschieden, Alyssa zu ermorden und ihre Leiche verschwinden zu lassen. Bevor der Fall vor die Geschworenen kam, argumentierten Mikes Verteidiger, dass es keine stichhaltigen Beweise für die Anklage gab. Eine Behauptung, der der Richter zustimmt. Michael Turneys eigener Sohn, James, ist sich ebenfalls zu 100% sicher, dass der Freigesprochene für Alyssas Verschwinden und ihren Tod verantwortlich ist. Ja, fix, das ist der, der ihr gesagt hat, das war jetzt in dem anderen Video, das ist der ihr gesagt hat, sie kam bei ihm crashen, während sie von ihrem Dad da flüchtet. Er war bei den Verhandlungen anwesend und entsetzt darüber, wie die Staatsanwaltschaft vorgegangen ist. Ja, kein Wunder, der richtet ja über sich selber, das ist ja er selber. Es sei aus den Schilderungen nicht ersichtlich gewesen, wie systematisch Michael Turney Alyssas Leben überwacht und kontrolliert hat. Ich meine, das Motiv immer ist definitiv wieder habe da. Er darum gebeten, Experten in den Zeugenstand zu rufen, die Indizien in einen übergeordneten Zusammenhang bringen können. Aber das ist leider nicht passiert. Mit Hilfe eines verwandten forensischen Psychologen stellte James sogar mögliche Experten zusammen und schickte den Staatsanwälten per E-Mail mögliche Fragen, die sie stellen könnten. Aber die Staatsanwälte glaubten, das sei nicht nötig. Und diese Einschätzung endete darin, dass Michael Turney aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Das Damn. Gericht erkennt zwar an, dass Michael sehr kontrollierend gewesen ist, aber im US-Bundesstaat Arizona reicht das nicht für eine Verurteilung. Und da kann man nicht mal irgendwie so, weiß nicht, das unwissende Überwachen von einem minderjährigen Mädchen, kann man da nicht mal irgendwie anbringen oder so? Schon gar nicht wegen Mordes. Nach seinem Freispruch verklagt Michael Turney die Polizei auf 300.000 US-Dollar. Er beschuldigte die Strafverfolgungsbehörden der unrechtmäßigen Inhaftierung, übermäßigen Gewaltanwendung, Sachbeschädigung, Verweigerung angemessener medizinischer Versorgung und Verleumdung. Inwiefern er damit erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Hä, aber er wurde doch einmal verurteilt wegen den ganzen Sprengköpfen, oder? Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Wie gesagt, zu den beiden Fällen findet ihr ausführliche Videos auf dem Hauptkanal. Wenn übelste Täter in Berufung gehen oder Beschwerde erlegen. Achso, das gilt jetzt, glaube ich, für sie. Ja, also crazy, crazy Daisy. Er ist offiziell nicht der Mörder. Man weiß natürlich nicht, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung. Na, also ich weiß es halt wirklich nicht. Ich wäre davon ausgegangen, dass er der Mörder ist, aber wenn es kein offizielles Gerichtsurteil gibt, dann werde ich ihn nicht als solchen bezeichnen und ich hoffe, dass der Mörder irgendwann mal gefasst wird. Na, und ich bin gespannt, was er am Sterbebett dann von sich geben wird. Schauen wir mal.